Ja, ist glaube noch schwierig zum Vorstellen, wenn man das selber noch nie gemacht hat, aber ich glaube Emotionen pur. Lachende Gesichter, Emotionen, nur schöne Gefühle. Ja, das sind die Bilder, die du halt siehst, wenn du das Champions League-Finale schaust oder wie im Finale. Wenn du dann die Mannschaften siehst, die gewinnen. Und das ist das, was du im Kopf hast. Und das spielt, glaube ich, bei jedem durch. Das sind Emotionen, die man nicht beschreiben kann. Ich glaube, so zusammen etwas gewinnen, etwas erreichen mit der Mannschaft, dem Staff und ja, dem ganzen Berner Oberland, das wäre wirklich sehr speziell. Ja, Party. Das wäre eine Sensation, eine riesige Sensation und ja, das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe. I think it's going to be crazy. Party with friends, with fans, with my Mannschaftskollegen. Ja, extrem schöne Bilder. Danach halt gibt es ein riesen Fest, gibt es eine riesen Party mit dem ganzen Verein, mit allen Fans. Und ja, ich hoffe, dass wir den Fans den Kübel können schenken können. Ja, wenn wir jubeln, wenn wir alle rumschreien, eine riesen Freude einfach von der ganzen Mannschaft mit dem Pokal, wie wir uns umarmen. Also wirklich nur positive Glücksgefühle. Ich habe mit dem Kollegen abgemacht, wenn ich gewinne, muss ich eine Glatze schneiden. Ja. Das sehen wir dann mit einer Glatze. Auf die würden wir natürlich freuen, aber ja. Wenn es so weit ist, dann stehen wir dann den Kübel schon auf.